So. Ich sammle die Kohle einfach nur für Experienz, ne? Ich bin nämlich Experience geil. Und das Eisen sammle ich nur, weil wir schon lange nicht mehr in der Höhle waren. Irgendwie ist das das gleiche, als würden wir jetzt beim Bau sein gerade. Und ich mache nur keine Monster rein, weil wir immer noch im Baumodus sind und vor allen Dingen, weil ich ja noch die Sachen enchanten will. Ich würde mich jetzt viel zu sehr darüber aufregen, wenn wir jetzt krepieren würden und die Level verlieren. Da würde ich ja mit dem Arsch voran in den Monitor springen, würde ich dann. So. Oh, weia, die Kriegstrommeln ertönten. So, juckt der Nacken vor lauter Aufregung. Das Lustige ist, bei diesem Texturenpack hier, ne, beim Herbsttexturenpack von der lieben Honeyball, ich weiß nicht, ob es inzwischen gefixt wurde, aber das Lustige ist ja, dass der Bedrock hier aussieht wie Sandstone. Das ist Bedrock eigentlich, aber der ist hier einfach mal, sieht aus wie Sandstone. Also nicht wundern, ne? So, ach Alter, wir kriegen doch noch genug Redstone zusammen, das freut mich aber. Wir können ja eigentlich hier auch irgendwo ins Gemüse graben und finden wahrscheinlich auch noch welches. Aha, aha, interessante Höhle, wo geht's da lang? Nur mal so testweise hier in die Gegend graben. Spitzhacke hält ja noch ein bisschen, da können wir ja einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, da kommt gar nichts mehr. Vor allem das Blöde ist, wenn ich hier unten durch die Gegend grabe, kann ja jederzeit Lava kommen. Oh, das Eisen, komm, das holen wir nochmal ganz kurz. So, Eisen kann man mitnehmen. Und dann hauen wir wieder hier ab. Boah, ist das nebelig hier unten. Das stinkt ein bisschen nach Schwefel. Hallo, Freunde. Wir sind hier gerade in der Hölle. Das ist der Platz, wo ihr hinkommt, wenn ihr immer schön scheiße seid. Dort ist es kuschelig und... Oha. Habe ich ja gar nicht gesehen. Das kommt davon, weil ich immer so viel Quatsch mache, weißt du? Ich bin einfach kein ernsthafter Spieler. Mir fehlt einfach die Seriosität. Guten Tag, meine Damen und Herren. Einen wunderschönen guten Abend. Auch heute wieder zu einer Runde Let's Play Minecraft. Und ich hoffe, Sie haben heute wieder ein bisschen Ihre kleinen Pausenbrote der Unterhaltung eingepackt, der guten Laune. Und auch heute gehen wir wieder auf Schnitzeljagd quer durch lustige Höhlen hier unten. Ist ja gar nicht im Nether, aber dafür ist es ja einfach... Naja, hier in der Schlucht halt, in der scheiß beschissenen Schlucht. Wo geht's denn hier hin? Ah ja. Ich sehe, ich habe also viele Stichproben genommen. Waren wir hier gerade? Nee, sieht irgendwie so anders aus. Wieso grabe ich mich denn hier so lang? Das will das jemand sehen, wie sich irgend so ein Idiot hier einfach... durch so eine Schlucht gräbt, in der Hoffnung, irgendwas zu finden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum mache ich denn sowas? Ach, weil da Diamanten waren. Richtig. So, ich probiere gerade mal was. Oh, Kohle. So, damit haben wir die Lava da eigentlich ein bisschen eingedämmt. Können wir uns gleich die Kohle holen, natürlich für Experience und natürlich auch das Eisen. Und das Eisen da auch. Also mit Eisen ist man ja offenbar heute sehr großzügig wieder. Hallo? Ist da unten noch ein Loch drin? So. Aber die Kohle hole ich mir natürlich trotzdem.
gar nicht mal so sehr der Kohle halber willen, sondern natürlich. So. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen dicht, weil dann können wir hier ein bisschen lustiger rumlaufen. So, Pilze haben wir da auch. Das ist natürlich ganz famos, aber die Pilze lassen wir mal aus. Ich würde gerne wieder ein bisschen weiter nach unten irgendwo. Geht's hier noch irgendwo weiter nach unten? Ich bin immer noch auf Redstone Safari und zum Glück, wir haben ja richtig Glück gehabt. Das hat ja gar nicht so lange gedauert. Da haben wir schon welches gefunden. Nicht, dass ich vorher hier schon in der Höhle geguckt hätte, wo sich eventuell Redstone befinden könnte. Nein. Sowas mache ich nicht. Sendungsvorbereitung sozusagen. So, Level 33 sind wir schon. Boah, ist echt super, ne? So, 33 schon auf der Hälfte und ich glaube, hier kommen wir einfach zu hoch für Redstone. Oh, aber Kohle. So, Gravel muss natürlich weg. So. Ich darf mich nur nicht allzu sehr von der Schlucht entfernen, weil sonst, ihr wisst ja, was dann passiert. Dann haben wir wieder 50 Folgen lang nur durch die Höhle irren und das wollen wir ja nicht. So, zumindest sind wir bald Level 34, das kann sich auch schon mal sehen lassen. Da hinten habe ich noch Kohle gescreent gerade, aber die lasse ich da mal hängen. Wir gehen stattdessen wieder hier runter. Au! Und sammeln lieber Redstone. Ich weiß nicht, ob wir welches noch finden. Ich dachte gerade schon. Ich wollte schon sagen. Aber leider ist es natürlich nur läppisches Lazuli. Nehmen wir natürlich trotzdem mal mit. Genau wie das Eisen hier. Eisen. Oh, Eisen in der Wand. Du machst mich immer so traurig. Denn manchmal fühlst du dich wie Eisen in der Wand. Du kommst im Leben nicht vorwärts, nicht rückwärts und fühlst dich von allen vergessen. Und es umgibt dich ein steinharter Panzer aus Emotionen, an denen du niemand teilhaben lassen willst. Du bist abgeschottet von deiner Außenwelt. Und auch wenn dich alle lachen sehen, so fließen deine Tränen nach innen. Und manchmal fühlt man sich so. Wie Eisen in der Wand. Und wenn es so ist, dann gib niemals auf, dass nicht irgendeiner kommt und nach dir gräbt und nach dir sucht und deine Gefühle nimmt und sie einschmilzt und daraus etwas Wunderbares formt. Etwas für die Ewigkeit, etwas, an dem Generationen noch Freude haben werden. Und so bist du wie Eisen in der Wand. Immer diese Parabeln. Hier war Janisch, ne? Hier war einfach nur ein super Spawnpunkt, den ich nicht ausgeleuchtet habe und ich hänge wieder fest. Jetzt geht's wieder. Hier ist ja nicht nur ein Spawnpunkt, sondern hier ist ja auch noch gleichzeitig. Eisen! Sie erwarten uns. Besetzt den Osteingang! Oder Ausgang, je nachdem, von wo man kommt. Ihr wollt mich doch verarschen hier mit euren Kackmelonsamen.
Seitdem wir die gefunden haben, finde ich in jeder Kiste Melonensamen. Das darf doch nicht wahr sein. Wir erforschen hier aber erstmal nicht, ne? Weil das machen wir dann lieber mit Monstern, wenn wir dann nochmal herkommen wollen. Dann machen wir das lieber richtig. Oha. Ich glaube, es gibt hier sogar noch viel zu erforschen. Kohle! Und ich sah die Kohle. Und ich nahm sie an mich. Und ich wusste, es waren vergangene Zeiten, die hier in Wänden ruhten. Zeugnisse alter Zeiten. Zeitzeugen alter Nisse. Naja. So, jedenfalls hier oben, ich glaube, da mache ich mal, dass wir da noch hin müssen. So. Bart kratzt. Hier holen wir auf jeden Fall dann auch noch die Kohle raus. Alter, Level 34. And there's no limit, liebe Freunde, there's no limit. We are rocking the place. Level 34,5. Yes, we will enchant the shit out of our Spitzhacks. Ah nee, eigentlich heißt es ja Huch, ach, das war eine Fledermaus. Eigentlich heißt es ja eine Sharp Hack. So, hier sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen ausleuchten, weil hier doch mal ein bisschen. Huch! Hier ist noch ein bisschen sehr dunkel alles. Und hier können natürlich alles spawnen, was fröhlich ist. Und ich frage mich, haben wir noch eine irgendeine Möglichkeit, hier nach unten zu kommen, die wir noch nicht ausgelotet haben? Jetzt hänge ich schon wieder fest. Oder reichen uns knapp über 100 Redstone? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Redstone. Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt noch welches herzaubern soll. Herzhauern! Oh, das Redstone! Der japanische Herbert Grönemeyer, oder was? Herbert Grönemeyer ist auch so ein Lustiger. Der singt immer so ganz lustige Lieder, die immer so... Ich weiß jetzt nicht genau. Das ist so, als würde man... Lieber Herbert, es tut mir leid, aber es ist ein bisschen so manchmal, als würde man besoffen seine Texte rausgrölen einfach. Und dann singt man so, ich weiß nicht, da singt einfach so ein paar schwerwiegende Worte mit irgendwas im Zusammenhang. Das hört sich dann immer so ein bisschen an wie... Und das Schwert der Bedeutungslosigkeit. Es brandet die Gischt. An den Klippen der Verzweiflung. Und wenn alles nichts hilft, dann bin ich dein Freund. Ich bin der Alkohol. Heut Nacht. Der über deinen Frieden wacht. Die Stürme der Agonie fegen den Dreck des Lebens hinfort. Und das Auge der Erkenntnis öffnet sich zu einem Schlitz aus Licht. Ich bin ein Freund. Ich bin Alkohol heute Nacht. Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen... Es sind immer diese komischen, diese Texte, diese pseudo-intellektuellen Texte, wo man... Ich weiß, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, vielleicht bin ich auch nur zu doof, das zu verstehen. Aber es klingt wirklich immer so ein bisschen... Weißt du, du mischt einfach irgendwas, ein Naturell mischt du einfach mit bedeutungsschwangeren Worten und schon hast du deinen Grönemeyer-Text. Ich zücke mein Schwert der Scheinschwangerschaft und durchteile die Vernunft mit einem gezielten Hieb in der Mitte in zwei. Gut, das passt jetzt nicht unbedingt zum Lied. Gröni Island wäre das dann quasi. Ich baue jetzt hier nur die Erde ab in der Hoffnung, dass wir hier eine Redstone drunter finden irgendwo. Aber ich glaube, das wird eher nicht so. Die Schwertmeisterin der Scharfzüngigkeit. Das geht nicht zu Monkey Island.
Monkey! Oh, Monkey! Oh. Die alte Ledermaus hier wieder. Ne, komm, lassen wir mal. Dinge, die sehr schlau sind, sich selber abzuschneiden. Also jetzt, das kann man jetzt auch wörtlich verstehen. Scheiße. Wo kriege ich jetzt mehr Redstone her? Scheiße! Wo kriege ich den Redstone her? Heute Nacht. Blutstein! Ich brauch dich. Tröste meine Wunden. So. Huch. So, meine Fackel anbringen, damit er wieder was sieht. Ihr alten Zausel zu Hause, hm? Wie geht's euch denn heute? Alles klar da drüben? Habt ihr noch Elan, diese Scheiße hier zu gucken? Ich meine diese vorbildliche, vor- und bildliche Sendung. Der Bildungseffekt ist doch nun wirklich gegeben, wenn wir hier einfach durch die Gegend graben, ohne Ziel. Ich mache mich hier ganz sinnlos auf die Suche nach Redstone natürlich. Oh, da war Redstone. Siehste? Hättest du nicht gedacht, wa? War es bestimmt schon in den Kommentaren. Wolltest du gerade schon schreiben, wie scheiße das ist, sich hier einfach nur so durch den Gang zu graben. Aber ist ja im Grunde genommen so ein bisschen wie Strip Mining, was wir hier machen. Wir laufen einfach durch die Gegend in der Hoffnung, irgendwo Redstone zu finden. Und dann sieh meine an. Und den Gravel nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Warum, das weiß ich nicht. So, und hier nochmal ganz kurz. Zack. Oh. Oh oh, die Schaufel ist gleich kaputt. Okay, da kommen wir noch ein bisschen durch. Ich suche weiter Redstone, ne? Ach Mensch, die Musik wieder. Woran erinnert die mich bloß? Ich weiß gar nicht. Der arme Poki, ne? Der macht ja, der, weil er so gute Spiele macht, muss der jetzt noch viel mehr davon machen. Das ist immer so, das war bei meiner Mutter ja auch schon so. Also sie hat immer gute Spiele gemacht. Nee, das war immer so ein Ding. Wenn man etwas gut macht, muss man es immer weitermachen. Wie zum Beispiel, meine Mutter war natürlich da raffiniert. Die hat dann immer zum Beispiel gesagt, wenn du Müll rausgebracht hast oder so, dann hieß es immer, oh, das hast du so gut gemacht, das kannst du jetzt immer machen. Ne, oder Geschirrspüler ausräumen, bla bla bla. Egal bei was, das hast du so gut gemacht, das kannst du jetzt immer machen. Wäsche abnehmen, hast du so gut gemacht, kannst du jetzt immer machen. Und da fragt man sich doch dann irgendwann als junger Mensch, fragt man sich doch dann, muss man im Leben alles scheiße machen, um nicht noch mehr aufgebrummt zu kriegen? Hm. So, bei Redstone, wenn man Redstone findet, ruhig mal ein bisschen in der Gegend nochmal rumgraben. Vielleicht hat man ja Glück. Hier mal nicht. Aber oftmal funktioniert das ein bisschen mit dem Strip Mining. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Gut, dass hier keine Lava ist überall, ne? Oh, der Eiermann ist da. Kennt er das eigentlich noch? So der Eiermann, der immer klingelt. Also ich kenne das selber irgendwie nicht so. Also doch, einen Eiermann kenne ich. Der hat irgendwie, als ich in Braunschweig jetzt gewohnt habe, da gab es auch immer den Eiermann. Der hat dann immer diesen blöden Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Hat er so eine scheiß Klingel gehabt. Der kam am Sonntag um 9. Kannst dir ja vorstellen, wie groß die Freude da war. Die Rentner im Viertel haben sich natürlich gefreut. Aber so selber war man natürlich dann morgens um 9. Warst du ja entweder noch wach. Oder, Alter, hättest du ihm am liebsten seine scheiß Eier in den Hals gerammt. Entschuldigung an eventuell pädagogisch wertvoll Interessierte, die hier gerade zuhören. Aber ganz ehrlich,